Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tom und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Clash Royale. Ja, heute machen wir Party, ich spiele ganz normale Runde und ja, ich weiß nicht warum, aber ich hatte gerade die Begrüßung von dem lieben Herrn Beam im Kopf und dachte mir, machst du mal, was sagt ihr zu der Begrüßung? Ich müsste noch ein bisschen üben, aber könnte das die neue Begrüßung sein? Statt dieses Hey Leute! Ja, was sagt er? Was sagt er? Egal. Wir starten öffnen gratis tun, weil das ist ja auch wichtig hier, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen in unserem Let's Play Arc Wingman. Ne, Arc Feuerzeug, nein, Clash Royale. Und ja. So, die letzte Truhe. Und ihr seht, die Riesentruhe habe ich wieder nicht geschafft, aber es ist halt. Ja, die Zeit muss man haben und die Zeit habe ich nicht. Und die werde ich jetzt auch erstmal nicht öffnen, weil ich hoffe, wir kriegen heute nur 3 Stunden Truhen. Vielleicht da so eine Probleme standen. Habe ich das beim Deck drin? Weil mir ist gestern aufgefallen, ich habe gar kein Deck drin gehabt. So, also gar keinen Haken. Und ja. Zack und zack. So, schöner Angriff hier. Schöne Vorbereitung. Und schöne Verteidigung von dem Gegner. War jetzt nicht so schlecht. Aber ich wollte nicht mal weniger Damage als der Gegner. Das ist immer ärgerlich. Nee, ich habe mehr Damage gemacht. Nice. Das ist immer gut. Immer mehr Damage zu haben ist besser als zu wenig. Also mehr Damage als der Gegner zu haben ist immer besser. No. Die Hexe wird down gehen, durchaus, ja. Aber egal. Aber egal. Die sollten nicht das Problem sein, da kommen die Barbaren durch. Aber da nicht, aber da nicht. Oh man. Come on, lass mich, ey, lass mich. Ich will noch ein paar. Krönchen von dir, ja, Mensch. Nur ein paar Krönchen. So. Der Dämmel ist auf jeden Fall da, auf meiner Seite. Ich mache mir jetzt der Gegner, das ist schon mal super. Super Knorke. Super Knorke. So. Okay. Was soll das denn jetzt? Ey? Was soll das denn hier jetzt? Meint er ja einfach mit so ein paar Billo-Tricks hier durchzukommen oder was, hä? Meint er, damit kommt er durch oder was? Never. Never niemand. Never ever nie. Oh ja, Mann. Ich hau dich gleich hinter das Knie. Nee, übers Knie heißt das ja, ne? Hau dich gleich hinters Knie, Alter, was ist das denn? Hab ich auch noch nie gehört, hinters Knie hauen, aber gut. Vielleicht gibt's das ja sogar, wer weiß. Wisst ihr's? Wolltet ihr schon mal hinters Knie gehauen? Nee, seht ihr? Also wisst ihr gar nicht, ob es überhaupt gibt oder nicht. Und warum euch weg um 10 Uhr? Ich hab keine Ahnung, kein blassen Dunst. Kann ich euch leider nicht verraten. So. Wunderbar. Und jetzt kommt der Feuerball. 3, 2, 1, Feuerball, Junge. Okay. Knappe Runde. Ja, knappe Runde, knappes Spiel, würde ich sagen. Mann. Was denn los hier? Deutsch-Exe nicht vorhanden, nicht gefunden. So, wir starten noch ohne Spam-Deck. Wenn das nicht wird, ändern wir direkt hier, ne? Ändern wir direkt, Mann. Directly. Ich bin die Hexe und laufe hier so rum und sehe, dass der Gegner anspielt. Oh nein. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Da. So muss das sein. So, ich habe vergessen. Viel Glück, ne? Viel Glück, Kollege. So. Warum overkillt er das einfach so krass?
hab gar keine Ahnung, aber gut. Lass ihn das machen. Das ist seine Sache. Und das hat weh, Mann. Das hat echt richtig weh. Ich habe gerade jetzt schon gar keinen Bock, wo ich das merke, aber egal. Das ist die Prinzessin, die geht mir auch noch mehr auf den Sack. Heute ist kein guter Tag. Ich merke schon, dass ich ein bisschen aggressiv werde. Ich weiß nicht warum, aber. Naja, gut, ne? Ist halt so. Muss ich halt jetzt mit leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Gegner ist super toll. Nicht. Nicht, Mann. Nicht. Nicht. So und so. Zack, zack, zack. Der Gegner wird das Hack gemacht, denn er wird das Platt gemacht. Tower, der kommt da. Ich freue mich sehr, oh ja, das ist wunderbar. Tata. Das ist wunderbar. Tata. Das ist wunderbar. Tata. So. Zack, zack, zack. Ach, ich wollte ein gutes Spiel sagen. Ich bin durcheinander heute. Heute ist kein guter Tag, Mann. Heute ist kein guter Tag. Machen wir eine Runde mit dem Hui-Deck. Deck 2. Deck 3 habe ich auch noch nicht angepasst. Ich bin zu faul, Mann. Ich bin echt viel zu faul. So, wenn ich das Spiel verkehrt habe, müsste ich jeden Exil-Sammler machen, ohne dass der Gegner sieht, was für ein Level das ist. Das ist aber Schwachsinn, weil ich gar nicht den Exil-Sammler. Oh, pardon. Weil ich gar nicht den Exil-Sammler hinstellen wollte, sondern. Den, den anderen. Wie heißt das Ding, wo die. Ich habe ausgehauen. Ofen. Den Ofen wollte ich da hinstellen. So. Oh, die scheiß Pfeilhagel da jetzt hin, Mann, Junge. Mein Junge. Erstmal den Ofen hinklatschen. Weil es ist kalt, Leute. Es ist kalt. Wir brauchen alle einen Ofen. Und der Gegner ist kacke. Boah, pardon, Alter, ich bin müde, ich weiß nicht warum. Eigentlich bin ich nicht müde, sondern muss gähnen. Das ist alles. Mehr nicht. Mehr nicht und weniger nicht und nicht nicht und. Ey, ihr wisst Bescheid, Mann, ihr wisst Bescheid. Puvrana! Das wird scheiße, weil der Turm jetzt down geht. Der wird jetzt richtig einfach down gehen. Ja, ja, der wird einfach hier heads down gehen. Das finde ich hier aber nicht so nett. Deswegen klatsche ich da einen Riesen hin. Der freut sich und ist auch schon adrett. So. Zack. Zack. Bowling. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. Zack. So. So, 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 so.
Aua, ich hab den Kugel gehauen, tut mir leid. Das tut mir leid. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich krieg heute nichts zusammen, oder was? Moon Deck 3 raus, damit haben wir auch ein bisschen was geschafft. Ja, ich bin jetzt echt ein bisschen mad. Und wenn die Folge heute so und so lang ist und ich da bis dahin keine Kronen, nicht so und so viel Kronen habe, werde ich einfach abbrechen. Ich bin heute echt ein bisschen mad, tut mir leid. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß echt nicht warum. Bowling! Vielleicht gerade gar nicht so gut, wie ich denke, wie ich hoffe, wie es ist. Aber hey. Ja, das haben wir noch einigermaßen geschafft gerade. Okay, da okay. Mit der Lakaienhorde könnten wir jetzt durchrushen noch ein bisschen. Nein, euer Ernst, es hat jede zweite Person oder sowas, diese scheiß Prinzessin im Deck oder was. Das ist echt lächerlich. Oh, ich weiß, die Karte ist halt echt stark und so, aber trotzdem. Bowler! Welcome Bowling! Bowling! It's time! Waren wir mit drei Flammen eigentlich durch? War das kleiner Test? Ne, wenn alle gewonnen, ne? Gut. Mein Tower! Meine Frau, mein alles, Mann. So, ich würde jetzt mal ein Safe für 2 Kronen gehen. Mit dem Riesen vor, dann hätte ich noch den, Namen hier einfügen. Und noch andere. Wäre schon mal nicht so schlecht, oder? Wäre halt echt schon mal nicht so schlecht. Zack, zack, zack. Und zack. Wunderbar, wir haben den einen eben gerade weggerollt direkt, instant. Was super, super nice ist. Das ist super, super nice. So, jetzt wird hier ausgerastet. Mir egal, ob der unten einen Turm kriegt oder nicht. Ich krieg alle meine 3. Und das ist mir wert, Mann. Das ist mir wert. Gutes Spiel, Mann. Gutes Spiel. Also am Ende rede ich richtig schön, wie es sich gehört, ausgerastet. Richtig schön. Und so sollte es immer sein, Mann. So sollte es immer sein. Robo 88. The Killer Warwick. Was auch immer das die ganze Zeit für ein Sound gerade war, aber gut. Aber gut, ne? Kann man ja mal machen. Ne? Na. Ich hab mir gerechnet, dass sowas kommen wird. Dass er irgendwelche Fluchteinheiten nehmen wird, was einfach am effektivsten halt dagegen ist, so. Ja. Aber gut. So ist es halt. So nicht anders. Ich werde leider nochmal ein bisschen Stress machen jetzt hier an dem Tower. Wunderbar, das läuft hier wie am Schnürchen, Mann. Wir haben richtig schön einen Tower uns geholt. Und jetzt ist der nächste dran. Und nach holen wir uns alle. Bowling! Uhuhuhu. Ich mag den, ey. Das ist echt so geil, der Dude. Jetzt kommt der Holzfäller und dann holen wir uns noch eine. Und der Bogenschützen Level 3 daher. So. Zack. Wunderbar, da haben wir plus minus getradet in etwa, würde ich sagen.
Da haben wir ein bisschen plus minus getradet. Aber hey, das ist doch nicht schlimm. Ne? So, und was soll der Scheiß jetzt? Erstmal ohne Schmarrn, was willst du damit? Ja, ich rufe ein paar Skelette, weil die machen irgendwas. Nice, bro. Nice. Richtig, richtig nice. So. Bowling. Zack. So, weg damit. Zack. Zack. Oh nein, weil alles wegkloppen hier jetzt. Einfach alles wegkloppen hier jetzt, hier so. So. Burning. Bin gerade. Bisschen weiter oben mit der Maus gekommen. Ein bisschen weiter oben. Seven, six, five, four, three, two, one. Conan K.O. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es alle. Wenn er jetzt ganz schlau wäre, würde er mir die Idee einfach durchlaufen lassen, dass ich nur, drei Kronen ordentlich bekomme und nicht mehr. Aber das sieht gut aus für uns, das sieht gut aus für uns. So. Hallo, ihr sollt auf den Tower angreifen, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ist ja okay, braucht man nicht. Ich werde jetzt instant winnen, aber gut. Kann ich mit dem Ding nicht den Tower angreifen oder was? Na also, ich wollte sagen. Gutes Spiel und Dankeschön, netter Gegner. Nice. Nice, nice. Das haben wir nebenbei schon mal öffnen lassen. Viel Glück wünsche ich dir. Wollen nochmal die fette Kombo am Anfang raushauen? Ich meine, es ist teuer. Elixiermäßig. Aber es ist halt schon stark, die Kombo am Anfang, ne? Es ist halt echt schon stark, so. Zack. Aber dann haben wir nochmal Kobold hinterher, damit die notfalls hier Flugabwehr machen können und so. Nice. Nicer Dicer, Mann. Nicer Dicer. So gehört sich das, Mann. So gehört sich das. Oder ein bisschen sprachlos, dass es einfach so gut klappt. Da bin ich echt gerade ein bisschen sprachlos. Aber gut. Bowling. So, die werde ich relativ günstig mal wegballern. Oder wobei, ich kann die komplett umsonst wegballern, Mann. So. Bye bye, Zuckerblattkanone, Mann. Bye bye. Bye bye to American Pie. Bim 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 bim. So. Gutes Spiel, Mann. Sehr nice. Karotz. Karotz. Und drei Coins, das haben wir fertig, oder? Was denn war drin? Ist Gold. Juwelen. Eisgeister, okay. Skelette. Nein. Ah ja, okay. Na komm, wir haben ein bisschen Zeit. Wir machen heute als Bonusrunde noch so eine Runde. Viel Glück wünsche ich dem Gegner auf jeden Fall. So. Wir werden mal ganz gediegen anfangen. Ich würde gerne wieder die eine Kombo mich raushauen. Und dafür brauche ich natürlich erstmal beide Karten. War halt nicht so einfach, ne? War halt nicht so einfach. Aber mir gefällt es irgendwie hier zu sein, weil das war damals eine meiner Lieblingsmaps. Und ich finde es schön, jetzt wieder hier zu sein. Ganz ehrlich. Ich finde es sehr, sehr schön gerade. Das gefällt mir, Mann. Das gefällt mir so. Bowling!
So, ein Riesen. Ich weiß aber eigentlich gerne den mit dahinter haben. Ah, okay, der hat nur die rausgehauen. Okay, dann habe ich noch einen Vollteller hinterher. Weil man weiß ja nie, weil wenn der Flugabwehr hat, ist halt echt schon ein bisschen nervig so. Aber gut, ne? So, dann muss ich ein bisschen warten und jetzt 3, 2, 1, einmal durchrollen, einmal durchrollen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Eine bunte Wahnsinnsfahrt. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, der Gegner war gerade ein bisschen bevor. Das kann wirklich sein, dass ich jetzt erst in der Arena bin, so. Dass ich gegen Leute aus dieser Arena jetzt auch wirklich spiele. Was ich krass unfair finden würde. Aber okay. Kann man in dem Fall ja da nicht ändern. Aber trotzdem würde ich es krass, krass unfair finden, weil... Ja, ich habe halt wesentlich mehr Karten, bessere Karten und sowas. Und das wäre schon unfair, ja. Würde ich auf jeden Fall nicht gut heißen, sowas. Bowling! Bowling! So, den da noch zu. Dann packen wir hier noch ein paar. Ja, kommen wir so rum. Und jetzt hier nochmal die da, davon ein. Der da kann da noch hin, der da kann da noch hin. Und wer möchte jetzt? Hier haben wir noch so ein Kampfhaus, haben wir auch noch da rein. Gar kein Problem, wir haben es ja, wir haben es ja, wir haben noch mehr. Wer hat noch nicht, wer will noch was, wir haben noch mehr. Wer hat noch nicht, wer will noch was, wir haben noch mehr. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, wir haben noch mehr. Wir haben noch ein bisschen mehr dabei, Mann. Da kann noch ordentlich was passieren. Oder unmöglich, nur, dass er jetzt in den Angriff geht. Aber hey, lassen wir ihn. Und er wirft den Feuerball, der geht sehr, sehr schlecht. Ich kann dir das leider nicht sagen. Ich würde ihm gerne sagen, er soll den Feuerball eher auf die Einheiten werfen, als auf alles andere so. Aber gut, das ist schwer, ihm das jetzt zu sagen, weil ich kann nicht mit ihm reden. Ich kann halt leider nicht mit ihm reden. No, die lasse ich einfach durch, die sollten den Tower nicht schnell genug down bekommen, bevor ich hier den Haupt-Tower down habe. Und deswegen, gutes Spiel, wunderbar, freut mich sehr, sogar. Wunderbar. Goldie A1. Ich würde das ja gerne sagen, was du machen kannst und so, aber okay. Geht leider nicht. Oh, dann würde ich sagen, vielen Dank mir fürs Zuschauen. Falls euch der Bug gefallen haben sollte, dann würde ich mich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.